Region. Ich bin seit 1979 hier in der Region. Ich komme aus den neuen Bundesländern, habe zwei Söhne bekommen und bin dann letztendlich, um wieder in die Nähe von den Eltern zu kommen, wieder in die Rhein-Main-Region zurückgekommen. Also ich bin Läufer, schon immer, die ganze Familie läuft, Mittel- und Langstrecke. Und mein zweites großes Hobby ist Reiten. Der Hauptgrund ist natürlich, dass ein Wunsch entstanden ist bei mir, mich politisch zu engagieren. Dann habe ich mir überlegt, welche Partei kommt in Frage. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben nur eine bürgerlich-konservative Partei. Das ist die einzige, das ist die FDP. Das eine. Und dann beurteile ich aber die Leute gern nach dem, was sie machen. Also welche Politik vertreten sie und wie agieren sie. Und da muss ich sagen, die anderen Parteien, vor allem die Große Koalition, macht keine konservativ-bürgerliche, freiheitliche Politik, sondern Planwirtschaft. Ich bin ja ein freiheitlich orientierter Mensch und weiß, wie das ist, wenn man in planwirtschaftlichen Verhältnissen groß wird. Also allgemein sind mir als Themen wichtig noch das Unternehmertum im Bildungswesen. Also Gesundheit ist mir wichtig, weil es natürlich ein Thema ist, das Allgemeinwohls. 90% der Deutschen sind gesetzlich versichert. Das heißt, es betrifft 90% der Bundesbürger. Und da ist mir dann auch noch eine andere Sache ganz wichtig, das ist die Rechtsstaatlichkeit. Du kannst die Freiheit nur erhalten, wenn du die Rechtsstaatlichkeit erhältst. Das ist ja das Thema der FDP an sich, das ist ja die Digitalisierung. Privatsphäre und Schweigepflicht first und digitale Transformation und Zwangsvernetzung second. Ich denke, liberale Einstellung wäre, dass man sagt, Verantwortung und Solidarität. Aber auf beiden Seiten. Das ist das Thema Vernunft einfach. Vernunft und Eigenverantwortung, das vermisse ich stark. Das könnte die Lösung sein. Okay. Also wo es geht, komme ich und vertrete gerne diese Werte.